Im Übergang dieser beiden Bewusstseinszustände treten sehr schnelle und wechselnde Schwingungen auf. Dies wird dir durch laute, nicht zuordnungsbare Geräusche und einem Vibrationsgefühl am Körper bewusst. Dieses Phänomen ist mit Radiofrequenzen zu vergleichen. Richtest du von einem Radiosender die Frequenz zum anderen Radiosender um, so wirst du nur ein Rauschen zwischen diesen beiden Stationen finden. Viele Bücher über außerkörperliche Erfahrungen berichten, dass die Vibrationen ein Zeichen dafür sind, dass dein Astralkörper sich vom physischen Körper trennt. In diesem Bewusstseinszustand bist du nicht bereit für einen Austritt. Du musst erst warten, bis die Vibrationen aufgehört haben und du im Astralbewusstseinszustand bist. Außerdem wird gelehrt, die Vibrationen kontrollieren zu lernen, um sie beliebig durch den Körper zu führen. Dies ist ebenfalls ein Irrtum. Du sollst lieber weiterhin tief entspannen und warten, bis sie vorübergehen. So lösen sie sich am schnellsten auf. Im Video Schlafparalyse habe ich dir gezeigt, dass zwei Schritte zur außerkörperlichen Erfahrung notwendig sind. Wie du jetzt die Schlafparalyse auslöst, hast du ja bereits gelernt. Nun möchte ich dir zeigen, wie du aus der Schlafparalyse deinen physischen Körper verlassen kannst. Für gewöhnlich ist es, dass der physische Körper mit dem Astralkörper überlappt und eine gewisse Verbindung untereinander besteht. Wenn du die Vibrationen schon verspürt hast, bist du schon sehr nah dran, dass sich dein Astralkörper von dem physischen Körper getrennt hat. Trotzdem kann immer noch eine kleine Verbindung zwischen ihnen bestehen, die du lösen musst, um dich komplett zu separieren. Dafür habe ich fünf Austrittsmöglichkeiten entwickelt. Bei der Gravitationsmethode stellst du dir vor, wie dein Körper durch die Erdanziehungskraft angezogen wird. Wenn dein Astralkörper nur noch leicht